Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Path of Exile direkt aus der Abgrundliga. Mein Schatten, sie nannten ihn Legende, ist wieder unterwegs. Ja, wir machen eine antike Stadt, Kartenlevel 5. 24% mehr seltene Monster, das ist natürlich schon mal gar nicht so gut, aber kann man noch mit leben. Aber die haben alle einen Nemesis-Modifikator, die seltenen jedenfalls. Werden wir mal gucken müssen. Erleiden 25 extra Schaden von kritischen Treffern, machen nichts, habe ich sowieso nicht. Und Lebensmana, ich denke mal, da kann ich mit leben. Also wir werden mal gucken, wie er sich denn diesmal schlägt. Und das ist jetzt auch gerade meine letzte Stufe 5. Dann müssen wir wohl Stufe 6 machen als nächstes. Oder ich muss suchen gehen zwischendurch. Ah, wir haben das hier mit dem Schöpfer zu tun. Ah, das ist blöd. Das ist immer ein bisschen blöd. Weil... Oh, da ist immer was drin. Weil... das natürlich bedeuten könnte... Oh, da ist auch eine Hand. Weil das natürlich auch bedeuten könnte... Dass wir... dass der Endboss dann ein bisschen stärker ist. Die hasse ich immer. Die sind immer so plötzlich da. Oh, ouchen. Was soll das? Wer ist denn das gewesen? Dass der mir so viel Aura gemacht hat. Böse Mann. Böse Geist, ne? Mann. Und? Natürlich nix. So. Ja, fällt echt nicht viel raus. Na. Nix drin. Das Schöne ist, die kommen ja nicht rüber über den Kanal, ne? Und ich kann hier aber fleißig... So. Ja. So, wir reinigen da die andere Seite gleich mit. Dann bleiben die wenigstens schön weg. So, das sammeln wir nachher alles ein, wenn wir da rüber gehen. Noch gehen wir da nicht rüber. Oh ja, komm. Da ist ja nichts. Na, ein bisschen was ist da rausgefallen, aber. Oh, da noch immerhin. Man muss die ja. Oh, hallo? Biest. Na? So ein übergebliebener irgendwas. Ich weiß gar nicht, was das. Zombies. So, da könnte ich rüber, aber ich will da noch nicht rüber. Ich will jetzt erstmal diese Seite hier machen. Eine Seite nach der anderen. Bisschen mit System. Der ist jetzt stehen geblieben. Eigentlich wollte ich ihn dahin haben. Oh, die machen wieder hier Krawall. So, mal gut, dass ich gerade zu der Knochentruhe wollte. So, wenn die schön weit weg sind, ne, dann ist das am allerbesten für meinen Shadow. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Das hat mich ein bisschen überrascht gerade. So, gut. Also momentan ist der gut. Ne? Ich meine, Schaden brauche ich glaube ich gar nicht mehr unbedingt. Noch zusätzlichen. Oh, eine Wahlsphäre. Die nehmen wir aber auch nachher mit. Wir laufen jetzt erstmal hier. Gar nicht ablenken lassen. Nicht in die Falle rennen.
Was war das für ein Geräusch? Ach, das war eine Küstekarte. Das ist meine. Aha. So, also ich sag mal so, vom Schaden ist der ja ganz gut. Ich muss mir ja schon mal überlegen. Ich hoffe ja mal, dass wir das hinkriegen, bevor wir irgendwie mal sterben müssen. Oh. Bevor wir da irgendwie mal sterben müssen. Was ich denn wohl so als nächstes erhöhe? Ein paar Möglichkeiten habe ich ja noch. Ey, die kommen da an und dann zerplatzen die gleich. Was soll das? Ah ja, okay, da haben wir auch schon den Endboss. Und den habe ich irgendwie ganz schlechte Erinnerungen. Troller, glaube ich, ne? Ist doch ne, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, Herrin der Sturmhäuter. Ach nein. Auch das noch. Genau. Die ist ja auch ohne noch gar nicht schlimm genug. Was haben wir jetzt ein bisschen? Ah, die fliegen mir auch noch hinterher, die blöden Dinger. Oh, mir scheint aber, wir haben sie erwischt irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Oder? Kommt mir das jetzt nur so vor? Ich will aber jetzt nicht sterben. Was? Habe ich ihn erledigt? Okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Das ging dann aber schnell. Ja gut, dann komm. Also das haben sie schon gut gemacht, ne? Mit diesen Dingern da. Gut, also dass die hier dass die mit einem irgendwo auftauchen und einem das Leben schwer machen. Das finde ich nicht so gut. Die kann man aber auch nicht kaputt machen, ne? Also man muss die quasi zum Platzen bringen. So, toll. Da komme ich jetzt nicht mehr ran, ne? So. Dann da noch irgendwo so ein Ding. Ich muss jetzt da hinten rumlaufen ganz. Oh, toll. So ein weiter Weg. So, sind da noch mehr von den Zerplatzern? So. Kommen denn die immer her? Mann! Lass das! Das macht mich nervös. Ich bin da ganz nervös. Oh! So, vorsichtshalber nochmal in die Richtung geschossen da. Gefeuert, gezaubert meine ich. Gezaubert natürlich, nicht geschossen. Es hat sich gelohnt, dass ich all diese scheinbar leeren Truhen dann doch noch geöffnet habe. Na. Ja, ich weiß immer noch nicht. Schaden oder doch vielleicht eher Leben oder so. Also mehr Leben schadet ja auch nicht. Mehr Schaden nachher am Ende auch nicht. Also ich meine, es läuft zwar ganz gut und man kriegt es relativ gut weg, aber das wird ja natürlich nachher Stufe 6 ein bisschen schwerer werden. Die Frage ist, was ist dann besser? Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, so diesen Bereich von der Verseuchung irgendwie zu erhöhen, erweitern, weil das ja genau genommen relativ gut läuft. So, also ich kann jetzt nicht sagen... Ich weiß nicht, ob ich unbedingt jetzt mehr von diesem Bereich bräuchte. Das ist halt die Frage.
Oh, da sind gleich noch ein paar mehr. Ja, hier ist überall noch ein bisschen mehr. Wie viele Monster sind denn das noch? Mehr als 50, okay. Was ist das? Kleiner, okay. Ach, da ist auch die Wahlsphäre. Genau, die dürfen wir nicht vergessen. So. Und die Aufwertungssphäre ist auch hier. So, und das ist da und das ist hier. So. Tatsächlich hatte ich irgendwie gedacht, dass wir vielleicht in dieser Folge tatsächlich noch aufsteigen, aber momentan scheint sich das doch etwas zäher zu gestalten. Ich glaube auch, das Ding explodiert, sobald mich das einmal berührt hat. Ich glaube, das ist völlig unsinnig, dass ich immer wegrenne. Ich müsste erst wegrennen, wie bei den schwarzen Kugeln quasi. So. Also, ja. Wer weiß, vielleicht. Na? Ich meine, was nicht ist, kann ja noch kommen. Aber ich glaube da jetzt irgendwie nicht mehr so richtig dran, dass wir noch aufsteigen. Obwohl, es ist ja gar nicht mehr so viel, was noch fehlt. Was ist das? Stimmt, da war auch noch eine Hand irgendwo, ne? Aber ich wollte eigentlich gerne eine Stufe aufsteigen, bevor ich die Hand mache. Und das ist immer so eine Sache mit der Hand. So, den Riss, den würde ich mir vielleicht noch zutrauen. Aber die Hand... Da ist sie. Die machen wir nachher. Ja. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Na, immerhin noch mehr als 50 Monster. Das heißt, noch besteht ja eine Restchance, dass wir dann doch noch aufsteigen. Die hatte ich übersehen. Aber wahrscheinlich habe ich ein bisschen mehr übersehen. Da ist der Riss. So, es will nicht reichen. Es will einfach nicht reichen. Ah, der eine da, der wird das ja jetzt nicht hinkriegen. Der wird ja sicher nicht reichen. Ah, den Gefallen will mir das Spiel nicht tun. Es sind aber noch hier... Ist ja der Hammer. Es ist ja der Hammer, wie mich das Spiel schon wieder quält. Das gibt's gar nicht. Ja, 43 Monster über. Die reichen ja im Leben nicht. Wo auch immer die sich rumtreiben, aber die reichen ja im Leben nicht. Das heißt, da bleibt dann ja tatsächlich nur der Abgrund. Oh, die nehme ich jetzt mit. Oh. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die anderen Monster alle sind.
Wir müssen ja hier irgendwo sein. Kommt das hin? Ganz grob mit... Ah! Mal gucken, wie viel sind jetzt noch über? 18. Alter, das müssten ja echt schon richtig heftige Biester sein, damit mir das ein Level gibt. Na gut. Dann probieren wir einfach mal hier unser Glück. Toll, dass der auch so ein... Ja. Das ist ja verrückt. Ah. Na gut, dann gehen wir mal in die abgründigen Tiefen. Gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Muss da jetzt runter. Also zumindest, wenn ich die Hand noch machen will. So, wenn hier der Stufenanstieg geschafft ist, dann ist eigentlich auch alles gut. Also ihr merkt schon, ich bin doch bewusst ein bisschen vorsichtiger. Ich will jetzt nicht wegen irgendeinem... Danke. Okay. Was ist das? Ein Finsterstar. Den will ich nicht haben. Die brauche ich auch nicht. Ah, hier unten, ich hätte oben nochmal zurückgehen sollen. Ne? Ich kann hier wieder nichts mitnehmen. Da hast du dich aber angeschlichen. Aber das macht nichts. Was aber auch. Was ist das eigentlich für ein Monster-Level hier unten? Das würde mich mal interessieren, ganz kurz. 73, 82, ich bin eigentlich schon. Aber das hat ja in den Maps nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Mein Freund. Hm. Nein, die brauche ich auch nicht. Das lassen wir mal alles schön liegen. Aber das sowieso nicht alles mitnehmen. Oh nein, jetzt geht's auch schon los. Und irgendwas. Ich lasse auf alle Fälle, lasse ich was Großes da. So. Oh. Das ist ja gut. Es gibt ja nachher diese Items auch mit zwei. Mit zwei. Dass man da zwei so eine Abgrundjuwelen reinkriegt. Eigentlich sollte ich die immer... Ich verkaufe die immer momentan. Vielleicht sollte ich die lieber aufbewahren. So, wir nehmen ja jetzt mal hier einen Erfahrungspunkt mit, was wir kriegen können. So. Aua gehabt, ne? Hier. Pff,
ne, die brauche ich nicht. Oh, die sind aber hartnäckig. Na. Wirst du wohl? Ich soll mal warten, bis er sichtbar ist, sonst hat man natürlich ein Problem mit dem. Weil dann trifft man ihn auch nicht. Aber helfen tut ihm nichts. Nun, lass doch mal. Wir machen den mal. Du. So, gleich Schluss. Den nehmen wir auch mit. Boah. Komm, ich habe noch Platz. Den will ich haben. Ja. Was? Jetzt schon wieder? Na gut, da muss ich ja noch irgendein Item. Irgendein Item. Also ich sag mal, das ist natürlich was Großes. Nehmen wir wieder. Die nehmen wir natürlich nicht. Aber dann schmeißen wir die Höllenaxt weg. Die brauche ich ja auch nicht so dringend. So, da ist überhaupt noch eine. Ah, da geht es auch irgendwie noch lang. Das machen wir erst noch. Nee, hier kann man nicht sehen. Mich würde mal interessieren. So, remaining. 18 Monster übrig. Da geht es dann tatsächlich noch. Also hier ist nicht mehr viel. Dann schauen wir mal. Also ich werde jetzt oben die Hand, die werde ich auch nicht... Obwohl, ich könnte es ja jetzt eigentlich mal riskieren, ne? Das ist ja... So, so viel dazu. So, jetzt einfach nochmal so ein bisschen in die Menge. Das war einfach nur mal wild, panisch in die Menge. Warum ist denn das so anders? Aber das, ja gut, das ist eine Farbdarstellung jetzt, ne? Von dem. Die nehme ich aber mit. Geht doch. Ja, also das lief ja dann auch soweit ganz rund. So, ich sag mal, ich habe jetzt keine großen Erfahrungspunkte, die ich verlieren könnte. So, wir könnten aber in der Moment, also wir haben ja im Moment Zeit, hier ist auch Ruhe. Hier sind, glaube ich, ich weiß nicht, noch 18 Monster irgendwo. So, das heißt aber, wir können hier ja durchaus mal kurz schauen, was wir da machen wollen. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier ein bisschen leben. Ich könnte schon mal ein bisschen Ausweichwert. Wie sieht denn mein Ausweichwert momentan eigentlich aus? 37. Okay. Ich könnte natürlich auch hergehen und könnte sagen, so, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Schaden. Wir machen zwar schon ganz schön gut, aber ich könnte den natürlich durchaus noch ein bisschen erhöhen da an der Stelle. Ich könnte auch hergehen und könnte sagen, ah ne, warte, wo ist das? Hier, wir machen mal ein bisschen nur Energieschild, ein bisschen leben. Ich könnte natürlich auch sagen, hier umgekehrt, ich kann auch nach da oben gehen, ne? Ausweichen und Energieschild. Ich könnte jetzt auch hier auf Energieschild. Und wie gesagt, ich habe hier den Wirkungsbereich noch, wobei ich momentan der Meinung bin, das läuft so, wie das läuft, läuft das eigentlich ganz gut. So, ich will hier oben mal ganz kurz gucken. Chaos. Ob ich hier noch irgendwie was finde. Was ist das denn? Das ist Kreaturen. Das hat mit mir nichts zu tun. Und das will ich auch gar nicht haben. So, muss natürlich auch irgendwie was sein, was relativ leicht erreichbar ist. Hier oben ist ja auch schon... Also das ist Chaos-Widerstand, aber...
Also ich habe so den Eindruck, also Schaden ist dann schon. Na, das ist ja aber Kreaturen, das nutzt mir ja auch nicht so viel. So, ich habe bisher auch nur ein Juwel hier im Dings. Also ich sag mal, da wäre ja natürlich unter Umständen auch noch irgendwie eine Möglichkeit, noch irgendwie da was zum Wert nennen. Aber ich glaube, genau, das ist schon das mit K.O.-Schaden. Ich glaube, ich habe nichts mit K.O.-Schaden irgendwie. Da könnte man natürlich dann tatsächlich sagen. Also da der Schaden okay ist, würde ich sagen, dann setzen wir ein bisschen mehr auf Abwehr. Ich kann sowieso vom Schaden wirklich nur noch das hier machen und den Bereich. Also hier im Skilltree bleibt sonst nichts mehr über. Leben wäre jetzt halt die Frage, ob das hier irgendwo Rüstung, Energieschild brauche ich nicht. Schaden mit Streitkolben. Also wie gesagt, das wäre jetzt Leben und Chaos-Dings. Was ist hier? Wir können mal ganz kurz nach Leben gucken. Aber ich glaube, da ist so über kurz oder lang da. Nein. Ja gut, die wären vielleicht noch da, aber. Was ist das? Nein, auch nicht. Also da sind dann schon noch so ein paar. Das gibt Mana Regenerationsrate. Das brauche ich aber nicht. Da habe ich momentan gar keine Sorgen. Was ist das? 5, 10 und 5. Ist natürlich auch nicht schlecht. Und hier sind auch noch Resistenzen. Widerstände. Waren hier nicht auch noch irgendwo Widerstände? Oder hatte ich den mitgenommen? Ich muss direkt mal gucken. Mir war so. Ne, erhöhter Elementarschaden war es nicht. Als wäre hier noch irgendwo so ein Punkt gewesen. Wo man, das, ich meine, das ist auch nicht schlecht. Also Leben ist ja schon noch, ne? Aber wenn man bedenkt, wie gesagt, Stufe 82 jetzt, also wir reden jetzt noch über 18 Punkte. Das ist ja nicht mehr so viel, ne? Ja, da würde ich jetzt tatsächlich sagen, wir machen mal hier. Was haben wir danach an Leben? Immerhin. Ein bisschen was haben wir dazu bekommen. Schild hat sich hier irgendwie auch geändert, ne? Oder? Ah, ich glaube, das wird am Leben gemacht. So, defensiv haben wir jetzt 37%. Das werden wir auch noch ein bisschen ausbauen. So. Wie gesagt, ja, gut, ist ein bisschen Leben hier, ein bisschen Leben da. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wo ist die Hand? Da ist die Hand. So, es gibt ja immer diese Ringe, ne? Da hat man irgendwie bessere Werte, wenn man so in dem Dings ist, aber ich weiß nicht, wir können ja mal kurz zurückgehen. Mal gucken, ob und was es denn bringt. So. Machen wir doch einfach mal. Dann schmeiße ich die mal schnell in die Kiste. Ich habe ja noch ein paar von den Ringen, habe ich da noch. So, und dann gucke ich mir das später in Ruhe mal durch. Ja, ein bisschen was war dazwischen, ne, oder? So, wollen wir mal gucken. Ringe. Die habe ich. Da habe ich so komische Ringe. Was machen die? Fügt Feuerschaden. Ist ja Quatsch, brauche ich gar nicht. Sind 39 zu Geschick. Ist ja gar nicht. Schlechtes für Ausweichen. Mehr Leben. Gut, aber muss natürlich immer gucken. Ich lasse ja dafür auch irgendwas anderes da. Weiß nicht, ob das so schlau ist. So, wenn ich mir die anderen Ringe. Da ist irgendwie 16 zu allen Elementar wieder. Ne? Kältewiderstand. Also das reißt mir dann natürlich bei den Widerständen ordentlich was rein. Ich glaube, ich will das nicht. Nein. So, man kann auch einfach wegrennen. Ne? Also die Möglichkeit besteht auch. Also man muss sich nicht damit den rumhauen. Ich will nur mal gucken. Da kann ich nachher lang. Also ich werde, wenn, werde ich so in diese Richtung. Genau. Das machen wir nämlich auch. So, wir machen den, bauen wir nämlich schon mal auf hier und dann geht's los. Weil die machen mir nämlich ganz schön Schaden so zwischendrin. So, ich wollte gerne vermeiden zu sterben, wenn das eben geht. Das ging aber nicht. Oh, habe ich das jetzt gedroppt da? So, wenn ich jetzt reingehen würde, bin ich ja wahrscheinlich genau wieder an der Stelle,
Mittendrin müsste ich dann sein, ne? Oder? Gespannt. So, ich muss aber meine Bewaffnung hier. Also da habe ich immer schlechte Karten. Ich weiß auch nicht. Gucken, ist der noch da? Nein, der ist auch weg. Gut. So. Oh, endlich Identifikationsrollen. Was ist das denn bitte? Ach so, das heißt nur so. Und nochmal zwei Splitter dazu. Und ganz viele Identifikationsrollen. So. Und eine Aufwertung. Also ein bisschen was war drin. So, wenn ich merke, das wird ein bisschen eng, normalerweise haue ich dann einfach ab. Dann renne ich einfach weg. Irgendwann schließt er sich ja wieder. So. Da ist jetzt auch irgendwie, das ist so ein nettes Nebenher-Gimmick. Und auch nur, weil da jetzt nicht so wahnsinnig viele Erfahrungspunkte waren. Obwohl, wenn man sich mal vorstellt, wie lange man für so ein Stück nachher wieder braucht, ne? Aber ist egal, komm. Was soll der Geiz? So. Oh, da ist auch noch irgendwie was. Ja, dann haben wir die Map geschafft. Wie gesagt, ich habe momentan, also es sei denn, ich hätte jetzt irgendwie zufällig da eine gefunden. Aber ich meine, ich habe jetzt keine Stufe 5 Map mehr. Das heißt, nächstes Mal Stufe 6. Ich hoffe, es bleibt spannend für euch und ihr seid weiter dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. By the divine authority of the Templar, you are hereby exiled to the forsaken shores of Reklast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt.